Seid gegrüßt zu einer neuen Folge von Mass Effect. In der letzten Folge haben wir ja relativ viele sehr interessante Dinge erfahren. Zum Beispiel, dass die Citadel ein Massenportal ist und dass durch den die Reaper reinkommen werden. Und allerdings ist es blockiert worden von den Proteanern und deswegen hat es der ganze Plan nicht so ganz so geklappt, wie die Reaper es wollten. Die wollten eigentlich reinkommen und alle überraschen und ja, das wär's gewesen. Aber die Proteaner hatten Signal umgeändert, so dass das Massenportal nicht mehr zu öffnen war von der Citadel. Die Sovereign ist jetzt unterwegs, um das ganze Ding manuell zu überbrücken und manuell zu bedienen. Und Saren hilft von innen dann. Und da sind wir jetzt dabei, ihn aufzuhalten. Und dann würde ich sagen, geben wir mal Gas und schauen wir mal, wo dieser Weg noch weiterhin führt. Hoppala. Naja, gerade ausfahren kann auch manchmal relativ schwierig sein. Okay, da haben wir Gegner. Der hat uns jetzt noch erwischt. Es ist aber nicht viel Schaden genommen. Wo geht's denn lang? Hier runter müssen wir wahrscheinlich. Okay. Da führt jetzt kein Weg mehr zurück. Und ich schätze, wir müssen einfach den Weg hier entlang fahren. Das machen wir doch glatt mal. Wir haben ja auch erfahren, dass es hier ein Massenportal gibt, das direkt zur Zitadelle führt. Und da ist ja Dings unterwegs hin. Wieder eine ganze Anzahl von Gegnern. Ha! Zwei mit einmal. Ach, der hat uns erwischt. Der auch. Mist. Na? Okay, den haben wir. Weiter geht's. Hoppala. Ja, die Tür habe ich nicht ganz geschafft. Ja. Ein Glück ist dieses Auto, dieses Fahrzeug sehr robust. Hoppala. Aber es lässt sich ziemlich blöd steuern, finde ich. Oder ich stelle mich im Moment heute ein bisschen ungewöhnlich schlecht damit an. Aber ist ja auch egal. Wir kommen schon noch irgendwie ans Ort, wo wir hinwollen. Ich sehe nichts. Da vorne müssen welche sein. Da geht's auch nicht weiter, also immer weiter geradeaus. Wir könnten auch mal auf die Karte schauen. Ja, okay. Viel verfahren können wir uns nicht, einfach nur geradeaus. Beziehungsweise ein paar Kurven gibt's halt noch drin, aber das war's auch. Ich glaube, dieses Fahrzeug fährt einfach auf Wasser ziemlich schlecht. Einen haben wir noch. Ja, wo ist er denn? Kuckuck. Er versteckt sich wahrscheinlich da hinten. Okay, auch noch ein Raketengeschütz. Okay, jetzt haben wir ihn. Ja, der hat sich sehr gut versteckt, aber naja. Hier speichern wir mal kurz. Und dann geht's weiter geradeaus. Sind wir schon auf der... Ja. Endspur. Zumindest für diese Karte.
Oh, da ist das Portal. Da, die Röhre. Das ist unglaublich. Wir haben keine Zeit, die Aussicht zu bewundern. Wir müssen durch das Portal. Und die Geht werden uns die Sache nicht leicht machen. Das ist wahrscheinlich... Oh, die Sovereign ist da. Und viele, viele Gate-Schiffer. Verteidigungssysteme aktivieren. Station abriegeln. Arme bewegen sich nicht. Das System reagiert nicht. Nicht gut. Die Zitadelle verlassen. Den Rat evakuieren. Zitadellkontrolle. Zitadellkontrolle. Hören Sie mich. Nein, Sachen ist schon da. Das ist nicht gut. Und wir haben nur noch 40 Sekunden Zeit, um durchs Portal zu kommen, weil die Röhre geschlossen wird. Hallo, geht. Wir haben keine Zeit für euch, tut mir leid. 19 Sekunden noch. Das 15, ach, das schaffen wir. Wenn wir nicht gleich explodieren. Wir haben es geschafft. Aber viel Zeit hat man da wirklich nicht. Um sich darauf einzulassen, auf den Pack, auf den Kampf. Komm mal raus. Aus diesem Denkmal. Das ist ja krass. So, jetzt sind wir auf der Zitadelle. Das Portal ist noch aktiv. Das hätte ich jetzt auch nicht gedacht, dass ich da rauskomme. Und das Auto hat auch seinen besten Tage hinter sich, wie es aussieht. So, wir müssen zum Zitadellturm. Oh, Moment. Medizinkit. Sehr schön. Kommt der? Ja, anscheinend. Ach, das kommen auch nochmal welche. Ja, da kommt doch Freude auf. Kritisches Versagen. Das Präsidium wird durch schwere Fehlfunktionen auf der ganzen Ebene beeinträchtigt. Alle außer den Notfallteams müssen sofort evakuiert werden. Was ist der Statusbericht? Geben Sie mir einen Überblick über die Schäden. Wir haben die gesamte Primärenergie auf der Ebene verloren. Die Lebenserhaltung reagiert nicht. In den Sektoren 2, 3, 6 und 7 brennen Feuer der Klasse 3. Die zivilen Verluste sind hoch. Es befinden sich außerdem zahlreiche unautorisierte synthetische Lebensformen auf der Station. Sie müssen als feindlich angesehen werden. Bitte seien Sie vorsichtig. Was ist mit dem Rad? Was ist mit dem Rad geschehen? Entsprechend der Standardprozeduren wurde der Rad auf die Destiny Ascension evakuiert. Okay, das haben sie anscheinend geschafft. Weitere Überlebende? Was ist mit Captain Anderson und Botschafter Udina? Was ist aus ihnen geworden? Ich habe keine Informationen über den Status einzelner Personen. Sobald die aktuelle Krise vorüber ist, werden wir eine Aufstellung aller Todesopfer und Überlebenden anfertigen. Okay. Falls dann noch überhaupt noch jemand lebt. Was ist mit Saren? Wo ist Saren? Der frühere Spectre-Agent Saren Arterius nähert sich der Ratskammer. Es wurde ein Haftbefehl für ihn ausgestellt, aber die Zitadell-Sicherheit steht zurzeit nicht zur Verfügung. Okay. Na los, wir müssen Saren aufhalten, bevor es zu spät ist. Bitte leiten Sie die Evakuierung. Gut, dann wollen wir das doch mal machen. Das ist keine Übung. Ja, die Zitadelle sah auch schon mal besser aus. So, dann auf ins letzte Gefecht. Ich hoffe, wir erreichen Saren noch rechtzeitig.
Station. Die feindlichen Schiffe dürfen nicht zwischen die Arme kommen. Das sieht nicht gut aus. Und die Sovereign ist drin und sonst nichts. Das heißt, wir müssen die Arme wieder auseinander machen, damit die Sovereign abgeschossen werden kann. Und wir müssen uns beeilen, bevor wir das Portal aufmachen können. Nein, das sieht ganz und gar nicht gut aus. Saren hat den Aufzug blockiert. Ausrüstung an, wir gehen raus. Oh. Okay. Wir gehen tatsächlich raus. Das war mal eine interessante Perspektivenwechslung. Ja, und da müssen wir komplett lang. Und da hinten sehe ich, glaube ich, die Sovereign, kann es sein? Das könnte interessant werden. So, jetzt gehen wir hier runter. Noch mal einer, auf den machen wir aber ein Heben. Ah, jei. Heben geht nicht, also einen werfen. Da müssen wir echt vorsichtig sein mit diesen Raketenwerfern hier. Bisschen weiter nach vorne. Wir sind noch zu weit weg. Gut. Den Hammer. Und den nächsten. War klar, dass hier mit Widerstand zu rechnen ist. Leute, seid ihr eigentlich noch da? Okay, ich dachte gerade schon, dass ihr weg wärt. Heben hilft. Ja, es hilft. Koganischer Warlord. Nett. Der nächste Gegner. Heben geht nicht, aber ein Werfenhammer. Haben wir den nicht so hoch geworfen? Ach du Schande. Das.
Ja, hier sind viele, viele Gegner. Dann machen wir mal die Dinger hier weg. Andererseits blocken. Naja. So. So, damit sind die hier weg. Gut. Speichern geht im Moment noch nicht. Schade. Wahrscheinlich zu viel. Ja, es war klar. Ja, ganz viele, viele Gegner. Lauter geht, aber ist nicht wirklich. Und Scharfschütze. Aber der hat uns auch nichts entgegenzusetzen gehabt. Was haben wir denn mit Ausrüstung eigentlich gekriegt? Ja, okay. Kampfoptiken. Ich frage mich, haben wir mit Tali schon... Was für Kampfoptiken haben wir da drin? Da haben wir schon, da haben wir schon die richtigen drin. Okay. Tagebuch. Gibt es da was Neues? Aber wahrscheinlich auch nicht. Zitadelle retten. Karte sagt jetzt an... Von da kommen wir. Ja, hier lang. Und dann geht's da hoch. Okay. Also wir haben noch einen weiten, weiten Weg vor uns. So. Speichern ging hier. Sind wir hier richtig? Ja, ich glaube, hier ist immer richtig. Ja, wir sind definitiv richtig. Geht und Krogana. Oh, das war knapp. Der kommt aber auch ganz schön rangeschossen. Oh, und das Werfen, das macht wirklich viel, viel Schaden. Was heißt Schaden? Mittlerweile, das werft die echt extrem weit nach hinten. Beziehungsweise hier nach oben. Also hier wurde die Schwerelosigkeit doch richtig gut mitgemacht. Okay. Verteidigungsturm, das hört sich gut an. Da drüben ist noch ein weiterer Verteidigungsturm. Rennen wir mal hin. Machen wir jetzt so. Haben wir noch einen dritten Verteidigungsturm irgendwo? Da haben wir noch einen. Nichts wie hin. Vor das Schiff noch mehr. Geht abwerft. Das könnten wir nämlich jetzt gar nicht gebrauchen. Okay, gleich ist das Schiff fertig. Und jawoll. Nicht auf uns fallen. Okay, geht irgendwo nach da drüben. Oh. Aber ich habe nicht auf Tali geachtet. Das ist schlecht. Jetzt machen wir den hier noch. Ist Tali vielleicht wieder... Steht's wieder auf? Ja, tut so. Wo ist er denn? Da vorne ist er. Dann werfen wir gleich nochmal einen Medipack ein. Jetzt sieht es doch schon besser aus. Und wir sind hier. Das heißt, hier geht es dann weiter. Gut. Das Gate-Schiff ist erledigt. Das ist irgendwo da runtergekracht. Ich will gar nicht wissen, was das für Schaden angerichtet hat, als es dann abgestürzt ist. Wahrscheinlich enorm, aber es gibt eh schon einen hohen, sehr hohen Schaden hier. Gut. Dann hätte ich gesagt, machen wir hier Schluss. Dann sage ich mal, danke fürs Anschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Wahrscheinlich oder vermutlich mal
die letzte Folge sein wird von Mass Effect 1. Ich schätze es jedenfalls mal, dass da nicht noch eine weitere kommt. Aber schauen wir mal. Dann sage ich mal, danke fürs Anschauen und bis zur nächsten Folge dann. Tschüss!